Moin und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Assassin's Creed. Ach, was war mit meiner Stimme los? Also, wir sollen jetzt zum Und nun Zyklopen. zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Alexios stiehlt mir wie immer die Show und von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, wir bewegen uns jetzt locker flockig zur nächsten Quest. Taxi. Danke. Wunderbar. Aufsitzen. Also, dann reiten wir geschwind dahin. Wir sind also in der Nähe. Hallo, Ikaros. Auge. Ich sehe dich. Mal sehen, ob wir das Auge auch finden. Eine Wache. Da auch eine Wache. Zwei, drei Wachen. Okay. Da unten laufen sie auch Patrouille. Oha, was ist das? Ein Schläger. Alter Schwede. Sind doch ein paar mehr Wachen. Oh, noch eine Wache. Noch zwei Wachen. Was geht ab? Oh, was? Okay, dann müssen wir mal schauen. Noch eine. Okay, da ist ein Schatz. Alter Schwede, vielleicht sollte ich doch warten, ob. Oder was heißt ob? Bis die Nacht hineingebrochen ist. Hineingebrochen. Was sabbel ich eigentlich für eine Scheiße? Bis die Nacht angebrochen ist. Heilige Maria. Okay. Was gibt's hier sonst noch so? Wir wollen das alles ja auch sehr genau erkunden. Also da unten ist auf jeden Fall hier über den Berg kommen wir nicht rein. Das Schlauste ist eigentlich, ich bin jetzt da, hier hoch, die Wache platt machen. Hier rüber, hier aufs Haus springen. Und dann den Schatz besorgen. Das Auge. Ätzend. Das wird doch wieder nichts. Das wird doch nichts. Oder? Na gut, das wird wahrscheinlich schwieriger als gedacht. Naja, werden wir ja sehen. Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So, Ducken. Alter Schwede, guckt euch mal die ganzen. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Ja. Ich brauche Deckung. Wenn ich leise bin, sollten die Büsche reichen. Also gut. Der Kumpel hier vorne bewegt sich überhaupt nicht. Das ist schon mal gut, dass der sich gar nicht bewegt. Die unten laufen alle Wache. Malaka, das muss ja ein ganz besonderes Auge sein. Ich darf nicht gesehen werden. Alter Scheiße, da ist auch noch ein Hund, ey. Das ist doch scheiße. Banditenanführer töten, Schatzplünderer. Alter
fick dich doch. Was soll ich das denn machen? Okay, wir probieren einfach mal unser Glück. Ist er leise, du Idiot. So. Bleib hier, bleib hier, bleib hier oben, bleib hier oben. Oh, er fällt runter. Das blöde Mistvieh fällt runter. Ich raste aus. So. Das Ding ist da unten. Kann ich jetzt hier hoch? Ja, super. Na super. Oh, weil die Leiche runterfällt. Ich raste aus. Ey, es hat doch alles gut. Wie mache ich denn das jetzt? Die finden jetzt... Ja, schön. Schlagen die jetzt Alarm oder wie läuft das ab jetzt? Oder suchen die einfach die ganze Zeit? Weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was ich machen soll. Ja, komm mal hier hoch. So, schon mal die nächste weg. Da durch irgendein Fenster komme ich ja nicht rein, wahrscheinlich, ne? Jetzt ruf. Gott, bin ich aufgeregt. So, er setzt sich jetzt dahin. Das ist schon mal gut. Hinter mir ist auch keiner mehr, ne? So, er setzt sich hier hin. Die Leiche bringen wir mal weg. Irgendwo im Busch. So. Der andere Vierer da vorne, der jetzt kommt. Nein, das Schwert liegt da noch. Scheiße, was mache ich? Ja, das scheint ihn überhaupt nicht zu interessieren. Wunderbar. Nächster. Aufheben. Danke. Leiche wieder wegbringen. So, was sind das für Schwerter? Kann man gar nicht aufheben hier, ne? So, jetzt gucken wir mal nach Ikaros, ob hier noch irgendwelche anderen Feinde sind. Ob ich irgendeinen Affen vergessen habe. So, da, schwuppdiwupp, zack, zack. Mir scheint, als wenn ich alle habe. Gut, jetzt kommt er da.
Den machen wir auch platt. Kurz warten. Wunderbar. Aufheben. Bringen wir auch weg. Ausweichen. Griechenstab. Muss ich Stufe 5 für haben. Na gut. Oh, jetzt kommen wir mal zwei hier. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen natürlich einfach gemacht, weil da die KI ein bisschen blöd ist. Ziemlich dämlich, würde ich eher sagen. Mal gucken, ob wir den hier auch einfach so platt machen können. So, auch platt gemacht. Aufheben. So, hier entsteht ein kleiner Leichenberg. Kann man das nicht aufheben hier? Ne, schade. Habe ich nicht irgendwie neue Waffe bekommen? Mir war doch so, oder? Ach ne, stimmt, da. Ja, gut. Hässlich, ich muss auch noch durch. Ne. Das müssen wir irgendwie anders machen. Da kommt ja noch einer. So, wunderbar. Kommt da schon der nächste oder geht er wieder kotzen? Ein bisschen kurz zu gehen. So, der kommt da rein.
Ich bin ganz schön leise, ich weiß, ich rede überhaupt nicht, aber ich will mich echt konzentrieren, dass ich das hier schaffe. Ich habe nämlich keinen Bock, den Scheiß nochmal von vorne anzufangen. Aber hat alles wunderbar geklappt. Nein, daneben gesprungen. Ups, sorry. So. Wunderbar. Das hat doch gut geklappt. Dank der verblödeten KI des der Wachen. So, dann hole ich mir mal mein Pferd wieder hier. Komm mal hier. Taxi, komm mal hier. Das war doch doch einfacher, als ich gedacht habe. Also, ich weiß ja, dass die KI nicht wirklich nicht besonders gut ist, auch in den letzten Teilen, beziehungsweise war. Oh, mein Deutsch ist heute schon wieder sensationell. Von daher, ich hätte eigentlich gedacht, dass sie ein bisschen schlauer sind. Aber egal, wir haben unser Ziel erreicht. Quest erledigt. Ikaros. Achso, da oben muss ich hin. So. Reden. Oh, meine Hand ist eingeschlafen. Ah, vorsichtig! Weißt du, wie viele seiner Wachen dort waren? Das alles für einen Stein. Dieser Stein ist mehr wert als ein Haus. Aber trotzdem nicht genug, um den Zyklopen zu bezahlen. Oh, sei nicht enttäuscht. Denk an den Spaß, den wir hatten. Ja, toller Spaß. Das nennst du Spaß, genau. Der Zyklop wird uns töten, Markus. So einfach ist das. Und spätestens dort hört der Spaß auf. Es funktioniert, das verspreche ich dir. Würde ich dich anlügen? Soll ich das beantworten? Nimm das Auge, aber verkauf's noch nicht. Niemand wird glauben, dass wir es rechtmäßig erhalten haben. Die wissen genau, wem es gehört. Schön. Besser in deiner Tasche als in seinem Besitz. Ich denke, das reicht für einen Tag. Chiere, Markus. Chiere. Warte, da war ein Boot, das ich noch nie gesehen habe. Und? Es war viel zu gut für diese dreckige Stadt. Das muss der Zyklop mit seinen Freunden sein. Erst zurück? Du gönnst mir einfach keine Pause, oder? Erledige sie. Dann hast du ein Problem weniger. Außerdem sehen diese Fremden so reich aus wie Krösus. Der Zyklop bezahlt sie gut. Und du kannst nur gewinnen. Das kann ja nicht schaden. Was habe ich schon zu verlieren? Du? Du verlierst nicht, da bin ich sicher. Und wo sind sie? In einem verlassenen Haus an der Ostküste. Wer weiß, was sie für Reichtümer in ihrem Versteck horten. Schick sie in den Hades, dann nimm alles mit, was du finden kannst. Wir werden reich! Das hört sich gut an. Das klingt nach einem Plan. Ja, aber einen Teil dieser Reichtümer behalte ich. Das ist nicht verhandelbar. Nicht einmal eine Drachme für den Mann, der dich geschickt hat? Der Rest wird deine Schulden abbezahlen. So oder gar nicht. Oh gut, schön. Jetzt zeig diesem Fremden, was es bedeutet, Kefalenia zu sein. Bluten oder bluten lassen. Ja. Also Leute, wir haben das Auge des Zyklopen besorgt. Heute habe ich mal nicht ganz so viel geredet. Allerdings musste ich mich konzentrieren. Stufenaufstieg Nummer 5, Level 5 meinte ich. Ja, wie ihr seht, mit meiner Sprache soll es heute auch nicht so wirklich sein. Von daher machen wir heute Schluss. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann lasst ein Abo da. Ist umsonst und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein. Batz!